Der schießt einfach. Ich weiß nicht, ist es eine Flanke, ist es ein Schuss? Auf jeden Fall wird er gefährlich. Legt ihn jetzt mit der Sohle auf Taki und Taki zieht auch nochmal rüber auf Spidey. Spidey schießt ihn, der wird nochmal gefährlich. Medi hält den zweiten Ball. Aber der Junge ist aufgeblüht, zieht da ansatzlos ab. So, die Aufstiegsrunde neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, Aufstieg ist schon kaum noch möglich. Eigentlich gar nicht. Ja, aber wir wollen jetzt trotzdem die Saison so gut wie möglich zu Ende spielen und den dritten Platz zumindest festmachen. Gegen Kosovo, Hinspiel haben wir 2-0 verloren, deswegen müssen wir den heute nochmal richtig zeigen. Oh, der Hammer hängt. Wiedergutmachung! Da haben wir auf jeden Fall noch ein Rückspiel mit den Offen, ja. Also an meinen Vater, davon distanziere ich mich. Schienbeinschoner, Schienbeinschoner, Kreisliga in Not. Wir brauchen Schienbeinschoner. Aufstellung war eigentlich auch wieder selbsterklärend. Loco rechts, heute links, beziehungsweise andersrum, ich hab's falsch aufgeschrieben. Ehrentag hier auf der 6, Fischer rechts, Pablito links, Marius Spidey vorne. Wir wissen alle, Saison ist so gut wie durch. Aber ihr seht es an Bayern, die schwächeln, ihr seht es an allen anderen Mannschaften, die schwächeln. Wir wollen auf uns gucken, die Chance bekommen auch gehen. Wenn es aber so nach Lukas Kacken geht. Letztes Mal habe ich gesagt, mein Ritual vor Spiel ist dreimal kacken, jetzt kommt Nummer 3. Einfach Spaß haben, genießt es, jeder für jeden. 3 Punkte, auf geht's. Go! Was führt denn dazu, dass der Luis noch Bankspieler ist? Richtig so. Holst du sein Auto, gehörst auf die Bank? Eine Geheimwaffe, die eingewechselt wird, ne? Und das ist der Jäger. Sieht super komisch aus, was die da machen, ne? Könnt ihr uns erklären, was ihr da macht? Also, Vitor hat Probleme mit seinem Bein. Was mache ich? Ich hole natürlich die beste Medizin aus Osten, schmiere die jetzt drauf, weil sonst... Also wenn ich die nur zur Erklärung, wenn ich mir das jetzt ins Auge tun würde, ich würde mir das Auge ausstechen. Ey! Du redest hier über andere. Bruder, das Sonnencreme, Digga. This some white people's shit. Polito hat hier einmal normale Schienbeinschoner. Und schreibt mal in die Kommentare, was das sein könnte. Diese Heimmannschaft haben nur ein Trikot. Was ist das für eine Scheiße? Na, die sind in hellgrau und wir sind in weiß. Oder weiß. Schwer. Jawohl. Kannst du jeden Ball ran? Mehr. Und komm! Ja! Wir spielen jetzt doch in Blau. Machen wir wieder die Schlumpf-Edition, ne? Papa Schlumpf ist auch angekommen, ne? Der ist Papa Schlumpf. Der ist immer blau. Ein Dachstand, der Junge. 3 Spiele haben wir noch. Nehmt jedes dieser einzelnen Spiele mit in die neue Saison, Jungs. Jeden einzelnen Kampf, jeden einzelnen Torschuss, jede einzelne Zusammenarbeit, alles, Jungs. Wir brauchen das alles für die neue Saison. Und ich will in dieser Saison alles erreichen, was noch geht. Also kommt, Jungs! Kommt, Jungs! Am Ball und bleiben stehen, du Jungs. Du bist es einfach. Dritter Streak in Folge, Alter. Willst du auch noch was Vernünftiges sagen? Nee, Gas geben, gewinnen, ne? Das reicht, oder? Wir sind ein Team! Let's go! Konzentrieren von Anfang an. Wir starten in diese Partie, die sehr interessant wird. Und Mo weiß jetzt schon nicht mehr, wo der Ball ist. Das kann ja nur gut werden. Der Fischer hat den Ball auf der anderen Seite, spielt jetzt hier einen Pass auf Marius, Mr. G. Der mit einer Flanke in Richtung Ehren. Da ist aber ein Verteidiger noch dazwischen. Spidey versucht es nochmal per Hacke, aber wieder ist ein Verteidiger da. Wieder der Fischer am Ball mit der Flanke, die jetzt aber einen Ticken zu weit ist. Pablito lauert da im Rückraum, zieht drauf und knallt den Marius weg. Holt sich aber wieder den Ball. Der Bruder versucht es jetzt auch nochmal mit der Flanke. Die wird rausgeköpft, direkt vor Takis Füße. Der zieht drauf, aber der ist daneben. Ehren ist hier auf der Außenbahn am Fummeln. Ja, das Fummeln liebt er. Geht er jetzt hier schön vorbei. Der Verteidiger rückt aber nach, schießt ihm jetzt hier einfach mal in den Magen, in der Hoffnung, dass das Essen da vielleicht hochkommt. Egal. Einwurf wird schnell ausgeführt auf Poblito. Der schießt einfach. Ich weiß nicht, ist es eine Flanke, ist es ein Schuss? Auf jeden Fall wird er gefährlich. Kracht gegen die Latte.
das ist ja auch eine Szene. Also erstmal schirme ich den Ball ab, will jetzt hier einen Einwurf machen. So einen Einwurf, Leute, habt ihr noch nicht gesehen. Will den Einwurf hier die Linie runterhauen und dann dreht sich einfach wieder in Ausrichtung Mario. Oh mein Gott. Da ist ein bisschen Gewusel auf der anderen Seite. Können wir nicht so gut erkennen. Ich wollte einen Pass auf Fischer spielen, aber der Verteidiger war dazwischen und jetzt geht's schnell. Kosovo macht schnell, aber Medi. Nope. Ich weiß gar nicht, war er dran. Auf jeden Fall ist das Ding erstmal nicht im Netz. Da haben wir nochmal Glück gehabt, der erste Angriff, da landet der Ball wie gesagt nicht im Netz. Der nächste Angriff aber hier von Kosova, da kommt die Flanke, Vito kommt nicht dran und jetzt zappelt der Ball im Netz. Kann noch viel passieren, wir haben noch viel Zeit. Ekelhaft, wir machen das ganze Spiel bis jetzt, zwei, drei Chancen und sie machen halt ein, ne? Aber wir drehen das noch. Wir kommen noch, Freunde, wir kommen noch. Aber erstmal müssen wir aufpassen. Hier wieder ein weiter hoher Ball von Kosova. Vito verschätzt sich da ein bisschen. Da ist auf einmal der Spieler dran. Aber das ist natürlich ein Babyschüsschen. Das ist ja nichts für ein Meli. Jetzt müssen wir uns mal aber zusammenreißen. Capitano Holzi am Ball. Der knallt mir jetzt hier vors Schienbein. Ich leite den Ball unabsichtlich weiter auf Fischer. Aber es funktioniert. Der setzt sich gut auf der Seite durch. Sieht den Ehrenmann neben sich, spielt in den Ball rüber. Ehrenmann nimmt den Ball an und macht den Kuhareshma mit dem Außenriss und trifft. Da ist der Ausgleich, genau 5 Minuten später. Ja! Nein! Ja! Ja! Let's go! Let's go! Es geht direkt weiter hier auf der anderen Seite. Freischuss für Kosova. Ja, der kommt gefährlich. Marius köpft den raus, da steht aber ein Gegner. Der schießt einfach mal mit links und das Ding ist im Netz. So schnell kann es gehen. Da steht es auf einmal wieder 2-1. 2-1. Das wird heute ein hitziges Spiel. Das geht ein nach dem anderen hier, das Tor. Aber hoffentlich das nächste Tor geht für uns dann auch rein. Was ein Hin und Her. Da haben wir uns gerade über den Ausgleich gefreut. Und da steht schon wieder 2-1 gegen uns. Taki mit einem Superball durch die Mitte auf Erden. Der dreht sich auf, zieht einfach mal drauf. Und da ist der nächste Ausgleichstreffer. 2-2 wieder durch Ehrenmann. So, was geht hier gerade ab? Ey Junge, ich sag's doch, das wird hitzig. Einer nach dem anderen. Nächstes Tor auch für uns. Der letzte Mal hat der von der Tor geschossen, ne? Schon auch. Ja! Einfach drei Tore innerhalb von 5 Minuten. 2 für uns und einer für den Gegner. Und wir machen weiter. Marius mit einem Chipper auf Spidey. Spidey legt ihm im 16er nochmal hoch und Ehren köpft das Ding rein. Was ist denn hier los? 3 Tore, alle geschossen von Ehren. Innerhalb von 10 Minuten knallt er hier 3 Dinger rein. Das ist ja unglaublich. So drin? Ja! 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 Einfach Ehren Hattrick, Junge. Hattrick, Junge. Er macht einfach einen Hattrick. Ein reiner Hattrick. Original, Ehren, 28 Minuten für einen Hattrick. Mach das nach in der Kreisliga. Der Gegner verschätzt sich jetzt hier ein bisschen. Zum Glück für Taki, denn der erobert jetzt hier den Ball. Der Taki ist einfach geil, Mann. Und Fußball spielt er auch gut. Legt den Ball jetzt hier zurück auf Marius. Der legt auch nochmal rüber auf Spidey. Spidey schießt jetzt hier, geht aber, glaube ich, auf die Golden Nicknocks vom Keeper. Wieso schießt keiner, mein Gott? Taki hat in diesem Spiel richtig Bock. Der läuft da hoch an. Ich komme ihm jetzt hier zur Unterstützung. Und der Verteidiger spielt hier einen ungenauen Pass, sodass er dann an den Ball kommt. Taki jetzt mit dem Ball auf mich. Ich versuche ins 1 gegen 1 zu gehen. Versuche am Gegner vorbeizukommen. Bleib aber hängen. Fuck mich da ein bisschen ab, mach jetzt Druck und wird dann noch nass gemacht. Ja, moin. Aber wir müssen natürlich auch hinten aufpassen. Kosova drückt wieder. Ein Pass und dann schießt hier ein Kollege vor den Pfosten. Der wird nochmal gefährlich. Medi hält den zweiten Ball. Konnten wir nicht ganz so gut sehen, deswegen schalten wir nochmal auf die zweite Kamera. Schieß nochmal. Befreiungsschlag vom Gegner. Vito Maldini ist dann ein paar Zentimeter zu klein geraten und kommt deswegen da nicht an den Ball. Jetzt ist höchste Eisenbahn. Loco macht da Druck. Vito kommt auch noch von hinten und zusammen können sie diesen Angriff da verteidigen. Der Ball springt jetzt hier zu Pablito. Der Gegner kommt angerauscht und Pablito schickt den mal ganz kurz zweimal Brötchen holen. Andrew ist hier am Ball, spielt jetzt hier einen Pass auf Eron. Eron locker aus dem Hüftgelenk, hier mit einem hohen Ball in den Lauf von Richtung Fischer. Der schwimmt auf dem Flügel, geht jetzt in den 16er, spielt den Ball scharf rein und Spidey knallt das Ding ins lange Eck. 4-2, was ist denn hier los? Ja! Spidey! Ja! Ja! Das hat er! Was eine Halbzeit, wirklich. Unnormal diese Halbzeit.
Da habe ich auch endlich mein Tor. Super Vorarbeit vom Fischer. Aber jetzt nochmal ein letzter Angriff von Kosova vor der Halbzeit. Den können Taki und Pablito aber zusammen aufhalten. Taki macht jetzt hier nochmal ein paar Meter und spielt ein bisschen rum. Der weiß ganz genau, jetzt wird zur Halbzeit gepfiffen. Und Freunde, seid gespannt auf die zweite Halbzeit. Die wird auch nochmal sehr, sehr interessant. Und da wird das ein oder andere Tor auch noch fallen. Also bleibt dran und liked gefälligst das Video. Die Hitze, Digga, die Hitze macht's, Alter. Viele Tore, aber sieht bisher ganz gut aus. Jetzt noch ein bisschen verwalten, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da einige Chancen wieder liegen gelassen, weil ich brauche immer so ein bisschen, um warm zu werden. Deswegen habe ich auch Thermo an und dann sitzt halt der letzte Mal. Und wir gehen in die zweite Hälfte. 4:2 momentaner Stand. Das gilt es natürlich jetzt zu verwalten oder bestenfalls sogar noch auszubauen. Und Ehren ist hier am Ball, spielt hier einen Pass auf Fischer, der direkt auf Spidey und Spidey, ja, mit einem Schüsschen auf Pablito angelehnt. Heute habe ich auf jeden Fall Pudding in den Beinen. Der frisch eingewechselte Luis mit dem Fischer hier im Doppelpass. Luis legt ihn quer. Marius probiert es, aber der Verteidiger ist dazwischen. Vielleicht mal ein Lebenszeichen vom Gegner. Ja, Kosova am Ball. Wollen jetzt hier einen Angriff aufbauen, aber da verletzt sich komischerweise die Hand von Ehren im gegnerischen Trikot. Dafür gab es eine gelbe Karte und logischerweise einen Freistoß, den ich jetzt hier mit meinem Gött abwehre. Der Gegner ist jetzt schon so gnädig, dass er Marius den Ball perfekt zuspielt. Der schirmt den Ball ab, legt ihn jetzt mit der Sohle auf Taki und Taki zieht voll drauf. Den lässt er sich normalerweise nicht nehmen. Butterweiche Hereingabe von unserem Zauberfuß auf die Brust von Taki. Der pflückt den runter, legt ihn jetzt nochmal zurück auf Eren. Der versucht es für das vierte Tor. Das soll aber nicht sein. Chancen über Chancen auf unserer Seite. Es dauert nicht mehr lang und dann haben wir das nächste Tor. Aber erstmal hier ein wunderschöner Panner von Pablito. Der Ball kommt weiter zu Taki, aber da wird jetzt ein bisschen hart reingegangen. Deswegen wird das auch gepfiffen. Die nächste zauberhafte Flanke. Diesmal von Taki Taki Rumba auf den monströsen Schädel von Marius Mr. G. Aber sehr gute Parade vom Keeper. Eren mit einem Pass auf Spidey. Der verliert jetzt erstmal hier den Ball, aber schaltet direkt um und geht in den Verteidigungsmodus und mit einer gottesfürchtigen Grätsche, ja, erobert er hier den Ball und spielt im Liegen sogar den perfekten Pass auf Fischer. Vielleicht können wir uns diesmal belohnen, sieht aber leider nicht danach aus. Immerhin hat sich Ehren hier bei diesem Sturz nicht verletzt. Pablito Mojito hier am Ball mit einem Pass in den Lauf für Spidinho Jauno Gaúcho und der geht ab. Der geht hier ab wie Schmidts Katze, spielt den Ball jetzt hier zurück auf den Fischer. Fischer nimmt sich jetzt hier den Ball, sieht da im Rückraum Taki, deswegen spielt da jetzt Taki den Ball. Taki nimmt sich die Pille, knallt einfach drauf, aber da fehlt noch ein bisschen was. Ja, ja, Taki, komm! Ja, bitte! Und der Gegner ist hier mittlerweile total verunsichert. Ja, es war sehr heiß. Vielleicht hatte der ein oder andere Gegenspieler auch schon den ersten Sonnenstich. Ja, dann steckt den Ball durch auf mich und ich pack den nächsten Babyschuss aus. Ey, ich werde nie wieder was über Pablitos Babyschuss sagen, Leute. Ein Herz für Pablito in die Kommentare. Aber unser nächster Angriff lässt nicht lange auf sich warten. Luis an der Pille zieht in die Mitte, legt den Ball jetzt hier rüber auf Eren. Der verliert den Ball leider und Kosova will es schnell machen über ihren Bergtroll. Wow, der ist ja gar nicht mal so langsam. Olzi holt ihn aber relativ schnell ein, stellt ihn jetzt hier. Was ein Duell der Giganten. Wir sind hier mittlerweile einfach mit 3-4 am Verteidigen und da kommt sogar noch der fünfte und Kosova schafft es einfach nicht, den runden Ball ins eckige Tor zu befördern. Bye, have a great time. Ich weiß nicht, was mit Pink Hair, Prime Nakata Moments, Taki Taki Rumba in diesem Spiel los war, aber der Junge ist aufgeblüht, zieht da ansatzlos ab und der Ball landet im Winkel. Geisteskrankes Tor von Taki Taki Rumba. Right. Ja! Ja! Taki, Junge! Und Taki, unser Pro-Clubs-Charakter, hat immer noch nicht genug. Ja, macht hier direkt den nächsten Run, direkt nach seinem Tor. Macht hier alle Leute nass, schießt jetzt aber diesmal hat der Torwart ihn, Alter. Unglaublich, der Typ. Der Ecken-Ehren an der Eckfahne bringt jetzt die Ecke rein. Hier zur Ecke vom 16er wird erstmal rausgeköpft, aber steht der Luis bereit. Luis an der Pille, legt den Ball auf Taki. Taki wieder auf Luis. Luis wieder auf Taki. Taki wieder auf Luis. Luis rüber auf den Ehren, der da immer noch an der Ecke steht. Der bringt den Ball scharf rein. Da steht Taki ganz frei vom Tor und knallt ihn rein zu seinem zweiten Tor. Doppelpack. Jetzt ist der Junge warm. Ich muss euch ehrlich sagen, viel hatten wir in der zweiten Hälfte da hinten nicht zu tun. Das war mal hier eine kleine Aktion, noch einer der größeren Chancen vom Gegner tatsächlich.
Der Ball kommt zu mir auf Außen. Ich suche jetzt den Doppelpass mit dem Fischi Fisch. Fischi Fisch wartet aber ein bisschen, macht das schlau und spielt mir jetzt den Ball wieder rüber. Ich drehe mich und will es einfach auch nochmal probieren. Zieh ab. Ja, hätte ich das einfach mal sein gelassen. Weiter hoher Abschlag vom gegnerischen Torwart von Kosovo. Der tippt jetzt erstmal hier vor Andrews Füßen ein bisschen auf, ist jetzt eigentlich hier am Ball, verliert den dann doch irgendwie und daraus kann dann doch hier noch eine Situation entstehen. Vielleicht ein bisschen abseitsverdächtig, aber am Ende lösen wir das Problem sowieso. Und Kosovo kriegt nicht mal einen Torschuss hier hin. Ball auf mich und ich habe ganz viel Zeit und Platz. Mittlerweile ja auch Jäger in der Partie. Und ich dachte mir, komm, versuche ich mal den Jäger hier in Szene zu setzen. Spiele den Ball, aber er kommt leider nicht mehr ran. Gleiche Szene wie gerade, Ball kommt zu mir. Aber diesmal sehe ich außen den Fischi-Fisch, der wirklich die Linie rauf und runter geschwommen ist bei dieser Hitze. Zieht in den 16er, spielt scharf rein und Majus Mr. G. Akrobatisch netzt er da ein. Ein wunderschönes Tor von Majus Mr. G. Ja, der hatte heute Morgen wieder Babyenten zum Frühstück. Deswegen war der so auf Zack. Spielt jetzt hier auch einen schönen Pass auf Taki. Und Taki legt auf korrekt den Ball sogar noch rüber zu Spidey. Und der knallt direkt das nächste Tor rein. Absolute Ehrenaktion von Taki. Hashtag Ehre in die Kommentare. Arigato, Taki Taki Rumba. Diego! Ja! Ja, Junge! Der postet direkt, der Live-Ticker hier, Live-Ticker. Ich will auch ein Tor machen. Du weißt, das Ding ist durch, wenn dein Innenverteidiger auf einmal auf dem Flügel lang rennt, weil dem alles scheißegal ist. Der Gegner kriegt hier aber ein bisschen Hass und zieht Andrew jetzt hier einfach zu Boden. Das gibt immerhin nochmal einen Freistoß. Den bringt Andrew auch selber rein, aber leider genau in die Hände vom 1,20 großen Torwart. Komm, Junge! Da, Diego! Da! Vergiss den Ball. Oh Gott. Wir befinden uns in der 90. Minute. Ja, letzte Aktion. Einwurf wird ausgeführt. Taki ist jetzt hier am Ball. Wird von den Beinen geholt. Das ist natürlich ein Foul, aber der Schiri pfeift direkt das ganze Spiel ab. Und damit gewinnen wir 8:2 und bleiben weiterhin ungeschlagen in der Rückrunde. Ja, Ball die abspielen. Danke, danke, Jungs. Erstmal was trinken, Jungs. Ihr wisst doch. Sehr schöne Kälte daneben. Boah, Alter, es ist so kalt, Digga. Warum nur ein Thermo angezogen? Mann. Ich bin fertig hier. Ich ab nach Hause. Feierabend. Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein schönes Statement. Ne? Haben wir nochmal schön Rückspiel gezeigt. In der zweiten Halbzeit kam da gar nichts mehr von dem Gegner. Deswegen mit 8-2 kann man auf jeden Fall nach Hause fahren. Ne? War doch 8-2, oder? Ja. Ich glaube schon. Ich hatte zu irgendeinem Fanatch sogar gesagt 8-0 heute. Haben wir fast hinbekommen. Was ein krankes Spiel, Leute. Ausrufezeichen wurden gesetzt. 8-2. In der Rückrunde bleiben wir auf jeden Fall ungeschlagen. Jetzt haben wir noch 2 Spiele und danach geht es natürlich auch immer weiter, Leute. Seid gespannt, abonniert den Kanal und dann verpasst ihr nichts. Kurz abkühlend. Perfekt.